rennen die Monster. Und sie greifen uns nicht an. Oh, wie gemein ist das denn? Die hat aber riesige Ohren, dieser König. Dank deiner Schritte haben sich die Ungeheuer schleunig aus dem Staub gemacht. Sie haben mein Leben gerettet. Deine Tapferkeit ist so edel. Wo stecken jetzt wohl all die Monster? Ich hoffe, sie sind in Sicherheit. Aha. Wer will, dass sie in Sicherheit sind? So kam es jetzt aber nicht rüber, dass die gut. Also, dass er die gut findet. Naja. Steuern die auf das Dorf zu? Ja. Ich weiß schon, wo die Ungeheuer sind. Sind hier drin. So, wir können jetzt mit denen reden. Ich wollte nur mit dem König sprechen. Ich hatte nicht die Absicht, ihn anzugreifen. Doch, ich wollte, dass er unsere Lage verliert, aber es hatte keinen Zweck. O Herr, bitte leite uns in ein friedliches Leben ohne Blutvergießen. Wir sind geflogen, um frei zu werden. Wir wollen ein normales Leben führen. Ist das so schlimm? Unser Leben ist lang, aber ihr sagt uns, dass wir ein paar hundert Jahre im Gefängnis eingesperrt bleiben müssen. Die Menschen haben solche Vorurteile. Alle Ungeheuer haben den Ruf, böse zu sein. Genau wie die Menschen ist jeder von uns anders. Werden die das wohl jemals verstehen? So. Glaube ich, hier wieder raus. Aus dem Weg, einem Bericht zufolge, befinden sich in der Küche ein Ungeheuer. Ich glaube, den Kämpfer, da kennen wir. Ich war ein wenig zu eifrig, aber jetzt habe ich mich wieder unter Kontrolle. Komm, danke für das Ungeheuer. Müssen wir hier wieder rein? Mensch, ob ich überrascht war, diese Ungeheuer haben nicht einmal versucht, Widerstand zu leisten. Habe ich da eine Träne im Auge des Ungeheuers gesehen? Ich muss wohl zu schwer arbeiten. Als Ungeheuer auf die Welt zu kommen, ist das ein Verbrechen. Die Menschen sind richtig, richtig ungeheuer. Ich bedauere nichts in meinem Leben. Ich wollte nur sehen, wie man lebt. Habe versucht zu sprechen, doch keine Antwort. Wahrscheinlich bereits tot. Ja. Wenn wir sterben, wo kommen wir dann hin? Komm, wir werden uns ja auch noch mal ansprechen. Ja, jetzt sind sie wirklich alle tot. Ja. Da sieht man, nicht alle Ungeheuer sind böse. Wurden aber trotzdem wieder geschlachtet. Wie beengt sie böse Ungeheuer in unserer heiligen Kirche? Ich wollte nur kurz Bericht erstatten, aber die Kirche ist bereits entweiht worden. Ja, ja, klar. Ja, so edel, ich habe gar nichts getan. Oh, du bist gekommen. Ich erinnere mich an deine Arbeit. Aus der Vergangenheit. Ich werde für deinen Kopf eine Brunnenstatue nach deinem Ebenbild errichten. Der Bau hat schon begonnen. Freue dich drauf, tapferer junger Mann. Da sieht man mal. Die Statue bin ich. Ha, wie schrecklich. Den König doch. Ich konnte ihn nicht retten. Nur vor einem Augenblick sind. Das gesund, das Ungar zu sagen. Ah ja. Alles klar, ich weiß jetzt wieder, wo ich hin muss. Man könnte jetzt hier die ganze Zeit umherirren, ohne zu wissen, wo man lang muss. Aber man muss hier nur das Ding hier lesen. Hellenbrunnen, junger Mann, nimm deinen Schwert. Es ist jetzt Zeit zu kämpfen. Ihr Griff, die Wichtigkeit dieser Worte. Ja, ja, total wichtig. So, wir sind wieder in der Gegenwart. Da, die Statue, das soll ich darstellen. Sieht mir sehr ähnlich, oder? So, wir wollen ja da ran. Und jetzt mit Moor müsste das eigentlich klappen.
Okay. Müssen wir mal ausprobieren, ob das vielleicht... Ja. Wie langsam man ist, wenn man nicht den Gepard dabei hat, ey. Nee, ich hab doch keine Ahnung, wie man da reinkommen soll. Ja, laber nicht. Oh ja. Wir gehen, ich komme da doch nicht ran. Doof. Aber was soll's. Ja. Hier ist jetzt der Tornado hier. Kommen wir, glaube ich, auch gleich zum fetten Finale. Nicht da ins Wasser springen, Dobi. Also die, die Musik lässt einen ja irgendwie schon traurig werden. Ah, fuck. Ich bin mir schon sicher, dass ich da lang muss. Oh, komm. Definitiv der beste... beste Schwertwerfer von allen. Wir können ja mal probieren. Mit der dreifachen Geschwindigkeit müsste es gehen. Ja, aber nicht, wenn du abbremst. Echt nicht. Er bremst kurz davor, aber ich habe keine Ahnung, was das soll. Ja. Schön, ich werde wohl doch den Trick hier anwenden. Das sieht's denn mal rein gar nicht. Hä, wie soll ich denn sonst rüberkommen?
ergibt immer sowas von null Sinn. Ich würde ja gerne rüberspringen, aber er bremst ja ständig ab.